Mein Name ist Brigitte Ortner. Ich arbeite auf der Kinderstation des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern. Ich habe die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin für Kinder- und Jugendlichenpflege an der damaligen Landesfrauen- und Kinderklinik in Linz absolviert. Als Kinderkrankenschwester betreue ich Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich unterstütze die Ärzte bei der Diagnostik von Krankheiten, organisiere Untersuchungen und verabreiche Medikamente. Auch die Vorbereitung auf eine Operation und die Pflege nach dem Eingriff sind wichtige Aufgaben. Ich helfe den Patienten und ihren Bezugspersonen bei der Basispflege und führe die angeordnete spezielle Pflege durch, zum Beispiel Inhalationen. Kinder machen viele Erfahrungen zum ersten Mal. Ich erkläre ihnen, was ich machen werde und bereite sie auf eventuelle unangenehme Gefühle vor. Vieles geschieht spielerisch. Zum Beispiel heißt die oberflächenanästhesierende Creme bei uns Zaubersalbe. Oder wenn wir einen Verband wechseln, schauen wir nach, wie es den Bären auf dem Pflaster geht. Ich achte auch besonders auf die Körpersprache der Kinder, weil sie sich verbal noch nicht so gut ausdrücken können. In der Kinderkrankenpflege binden wir auch die Bezugspersonen der Patienten besonders ein. Ich erkläre die Pflege nicht nur den Kindern in altersgerechter Weise, sondern auch den Eltern, weil diese viele Maßnahmen zu Hause fortsetzen werden. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen ist besonders wichtig. Wir versuchen, den Kindern Abwechslung zum Krankenhausalltag zu bieten. Wir feiern die Feste im Jahreskreis mit ihnen, es gibt Kindersegnungen von der Krankenhausseelsorge und einmal in der Woche kommen die Klinik-Clowns zur Lachvisite. Dann werden die Patienten für ein paar Minuten von ihrer Erkrankung abgelenkt. Wenn Kinder ohne Begleitperson auf unserer Station sind, nehmen wir uns auch Zeit für ein Spiel, ein Buch oder begleiten sie selbst zu Untersuchungen. Bei den Kleinsten ist es wichtig, ihnen einen guten Start in das Leben zu ermöglichen und sie beim Wachsen und Gedeihen zu unterstützen. Ich pflege die Säuglinge sanft und unter möglichster Reduktion von Schmerzen. Die Unterstützung beim Bindungsaufbau zwischen den Eltern und den Neugeborenen ist eine wichtige Aufgabe. Auch wenn das eigene Kind zum ersten Mal erkrankt, ist das mit großer Unsicherheit und vielen Fragen bei den Eltern verbunden. Und so begleiten wir alle durch diese anstrengende Zeit. Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegeteam ist sehr wichtig. Jeder weiß, dass er ohne den anderen nichts erreichen kann. Ich gebe meine Beobachtungen am Patienten weiter und erhalte Informationen über die geplanten Therapien. Ich kann mich immer auf meine Kolleginnen verlassen. Wir unterstützen uns, beraten uns in schwierigen Situationen gegenseitig und freuen uns gemeinsam über eine glückliche Genesung eines Patienten. Das ist das Besondere an meinem Team.